Mein Name ist Günter Noke. Ich bin der Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin. Und für mich ist natürlich die Demokratische Republik Kongo eines der wichtigsten Länder in Afrika mit neuen Nachbarn. Wir wollen einfach, dass es in Afrika gut geht, dass es den Menschen in Afrika gut geht, dass es mit Afrika gut geht. Das deutsche Interesse besteht darin, dass das Wohl Afrikas in Afrika stattfindet. Und das heißt, wir wollen als Bundesregierung, wir wollen als Entwicklungsministerium die afrikanischen Länder dabei unterstützen, dass sie wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Ich glaube, für INGA 3 ist die Zeit gekommen, und zwar jetzt. INGA 3 ist mit Verbund der deutschen und europäischen Wasserstoffstrategie das Projekt, was den Billionen Strom liefert, was wirklich auch große Mengen Wasserstoffproduktion erlaubt. Und zwar Wertschöpfung in Afrika, und das ist entscheidend. Und genau das will die Bundesregierung. Wir müssen nur noch dafür sorgen, dass alle das verstehen. Ich habe hier in Leipzig Physik studiert. Ich habe schon 1985, als ich gegen den ein oder anderen Braunkohletagebau in der Lausitz gekämpft habe, gesagt, die Zukunft liegt einzig und allein im Wasserstoff. Weil ich einfach Physik studiert habe, ergibt sich das logisch aus der Naturwissenschaft. Und insofern suchen wir natürlich jetzt wirklich nach der Möglichkeit, Billionen Wasserstoff zu produzieren, künstlichen Kraftstoff und wirklich CO2-neutral zu werden. Und die Bundesregierung hat eine Wasserstoffstrategie beschlossen. Die Europäische Union will einen Green Deal, sie will eine neue Afrika-Politik, sie will geopolitisch eine Rolle spielen. Und all das passt zusammen in dem Projekt INGA 3, weil es eben eine große Menge von Wasserstoffproduktion in Afrika erlaubt, weil es grünen Strom und grünen Wasserstoff liefert. Und das geht kaum woanders in der Welt so gut wie in der Demokratischen Republik Kongo. Ich glaube, da hat der Honorarkonsul Herr Wagner einen großen Anteil. Es braucht bei allen Projekten Menschen, die sie vorantreiben. Es reicht nicht, dass jemand sagt, das klingt interessant und wird wohl richtig sein, sondern einer muss es in die Hand nehmen. Und Herr Wagner hat, nachdem wir die Idee miteinander ausgetauscht hatten, Anfang März hier innerhalb von wenigen Wochen so viel auf die Beine gestellt, dass ich wirklich beeindruckt bin. Und auch, dass jetzt schon der Präsident aus der Demokratischen Republik Kongo, Tshisekedi, geantwortet hat. Das sind Dinge, die hätte ich nicht erwartet, und ich glaube, die beeindrucken auch die deutsche Bundesregierung. Ich glaube, Herr Wagner ist jemand, der die Demokratische Republik Kongo hier in Deutschland immer gut vertreten hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass in Leipzig, in dieser Gegend, solch ein tolles Gebäude und so ein schöner Garten und überhaupt solch ein Ambiente existiert. Ich bin beeindruckt von der Arbeit von Herrn Wagner und auch, was er hier an Verständnis für Afrika und für die DRC bereitstellt. Für Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel gesehen haben in der Welt.